Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Mountain Blade 2 Bannerlord. Wir sind gerade Teil einer Armee und haben Krieg mit den Kuhzeit. Wir wurden ein bisschen geschmälert durch die Aserei, die waren ganz gut im Krieg, haben uns gut zugesetzt. Ja, dafür haben wir Vlandia ein bisschen was weggenommen hier oben, ein paar Burgen. Ja, jetzt wollen wir hier nochmal nach Diatma die Städte von Rebellen befreien, da schauen wir mal, was da passiert. Und hier werden uns wieder Lösegelder angeboten für die Leute, die wir gefangen genommen haben. Die nehmen wir natürlich nicht an, die sollen weiterhin bei uns bleiben, damit sie keine Unruhe stiften. Wir müssen sogar mal gucken, ob wir die nicht vielleicht sogar mal hinrichten wollen. Einfach damit hier das südliche Imperium mal zerfällt. Wir haben immer noch die Quest offen. Und Kriegsfortschritt mit dem südlichen Imperium. Eigentlich haben wir hier schon lange gewonnen. Besiegt ihre Armeen oder zwingt sie zu einem Friedensabkommen, in dem ihr ihre Siedlungen einnehmt und ihre Trupps vernichtet. Ja, wir müssen, glaube ich, einfach mehr Trupps vernichten. Siedlungen haben wir bereits alle eingenommen. Was anderes gibt es eigentlich nicht zu tun. Und ihr habt ja gesehen, wie viele Trupps hier unterwegs sind vom Imperium. Also das ist eine ganz schöne Menge. Und die können wir nur schmälern, wenn wir deren Anführer irgendwie dann töten. Das wäre jetzt so meine Idee. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um die Kriege. Das machen wir vielleicht mal, wenn Frieden herrscht mit den anderen Königreichen. Hier mit 2500 Mann greifen wir dann die Rebellenstadt an. Das kann man auch mal machen. Während hier oben der Krieg tobt mit den Kuhzeit. Ich würde sagen, da lassen wir die KI rechnen. Das geht fix. Und ja, dann nehmen wir hier die beiden mit. Ein paar Gefangene nehmen wir noch mit. Und dann können wir noch einige Leute wieder befördern. Das nehmen wir alles mit. Ihr hört, dass euer Gefährte Surena hier in der Schlacht ist. Gnade zeigen. Wir wollen nicht, dass den Leuten hier irgendwie was passiert. Wir wollen die Stadt ja für uns beanspruchen. Und wir betreten direkt mal die Stadt und sagen hier, da soll vielleicht Fest und Spiele laufen. Jetzt wird mir auch einiges klar, hier sind viele, viele Gebäude nicht gebaut. Deswegen versuchen wir nochmal das Festgelände vielleicht zu unterstützen und Fest und Spiele laufen zu lassen. Ja, das ist so der Plan. Handel treiben, auch mal alles verkaufen, was wir nicht brauchen. Ich gucke aber lieber nochmal. Die können wir vielleicht nochmal behalten sogar. Da würde ich die auf jeden Fall nochmal verkaufen. Da, die kann man mal loswerden. Da haben wir ein bisschen zu viele von. Plattierte Streifenarmschienen in Qualität gut. Die würde ich auch mal behalten. Und ja, Rüstungen haben wir nicht so wirklich gerade. Das ist ein bisschen schade. Die können wir nochmal aufbewahren. Und hier ein Fürstenhelm mit Metallriemen. Na Mensch. So, das kann alles weg. Da bewahren wir uns schon Sachen auf. Ja, wir müssen natürlich auch wieder Sachen einschmelzen. Das bewahren wir uns nochmal auf. Das verkaufen wir alles. Und dann haben wir aber nicht genug Geld, was wir zurückbekommen. Da müssen wir mal gucken, was wir hier machen können. Ob wir da vielleicht etwas Teureres dann für kaufen. Vielleicht eine nette Rüstung oder so. Ein verzierter Schuppenpanzer oder eine Legionärsrüstung. Vielleicht nicht zu viel. Ja, ich glaube, die ist ganz gut. Dann haben wir zumindest was da, was wir dann vielleicht wieder verkaufen können. Dann verkaufen wir nochmal unsere Gefangenen. Die kommen wieder alle her. Da haben wir ja jetzt einige mitgenommen, gerade wieder aus der letzten Schlacht. Und die werden alle verkauft. So, Gaunerei erhalten wir hier Stufe 110. Und dann können wir, glaube ich, wieder zurück zur Armee gehen. Auch hier unten werden wir jetzt angegriffen. Borg, Ataconia. Naja, zumindest haben wir Diatma erstmal wieder. So, wer soll sie bekommen? Jorik.
Mit dem stehen wir gerade nicht so gut da. Pfaffen ist auch so lala, ist zwar hoch, 44 auch, aber könnte besser sein. So auf nach Lageta zum Belagern. Vielleicht bleiben wir mal hier und verteidigen die Burg noch etwas, die Stadt. Und dann auch nochmal versuchen, hier Truppen anzuheuern. Zumindest so ein paar. Wenn wir die Stadt nämlich nicht verteidigen, sind die Rebellen gleich wieder da. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, die kriegen wir nicht erwischt. Leck hat auch einen Armee ausgerufen. Ja, ihr müsstet da oben vielleicht mal ein bisschen für Ruhe sorgen. Auf der Ecke von Tyral. So, jetzt If holen wir you uns die. please. Wir befinden uns im Krieg. Kämpft oder stirbt. So, wir nehmen die mal gefangen. Ja, imperiale Karawanenwachen wollen wir eigentlich nicht haben. Deswegen lassen wir die mal da. Sind da soweit eigentlich gut aufgestellt von den Truppen her. Also von der Truppenmenge zumindest. Das nehmen wir alles mit. Und ja, dann klappern wir hier vielleicht die Städte nochmal ab. Ach, wer bist du denn? Guck mal einer an, wer da kommt. Die wollen Diatma sich greifen. Na, ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen, aber wir sind eigentlich genug Mann. Helga ist aus ihrem Gefängnis entkommen. Schön. Wir holen uns hier nochmal 5 Leute dazu. In der Hoffnung, dass sie irgendwas ausrichten. Dann holen wir uns den Bogenschützen noch dazu. Und hier haben wir nochmal weitere Bogenschützenverbesserungen. Ja, das machen wir. Und dann greifen wir hier nochmal die Truppe, glaube ich, an. Wir warten, bis das Belagerungscamp vielleicht gebaut ist, bis die Verteidiger dann auch mitkämpfen. Das könnten wir nochmal machen. Okay, ich glaube, es geht gleich los. Burg Atacunia ist eingenommen. Das lehnen wir ab. Und wir warten noch einen kurzen Augenblick. Weil hier ja auch gerade die Katapulte jetzt gebaut werden. So, ich glaube, es geht runter, oder? Siebenundvierzig Verteidiger haben wir. Der Besitzer von der Burg soll sein. Ja, sagen wir auch mal. Pfaffen. Ja, ich würde sagen Pfaffen. Da können wir unsere Beziehung noch mal ein bisschen steigern. In Ordnung, super. So, es geht noch nicht los. Also sieht zumindest noch nicht so danach aus. Dann können wir hier noch mal die Truppen verbessern. Ich meine, wir sind in der Überzahl, aber ich weiß halt nicht, ob das ausreicht. So, jetzt sollte das eigentlich losgehen. Möchte auch nicht zu lange warten. Komm, wir greifen mal an. Das machen wir händisch. Schauen wir mal, was hier passiert. Ja, greif mal an, Leute. Guck mal, was ihr da machen könnt. Ja, es sind schon ein paar Truppen. Ich hoffe halt, dass wir die schön alle gefangen nehmen. Dann haben wir dem südlichen Imperium nochmal einen ordentlichen Schlag versetzt. Verdammt. Naja, immerhin. Wird man erstmal die Reiter hier ausschalten, wenn es geht. Bisschen Stangenwaffe leveln. So, runter mit dir. Oh,
Aber die Stangenwaffe ist gar nicht schlecht, einfach weil die so eine hohe Reichweite auch hat. Nieder mit dem Imperium. Meine Güte, treffen wir wieder nichts. Stehen bleiben ist auch keine gute Idee. Okay, mit der Stangenwaffe treffen wir die Leute hier nicht so gut. Dann würde ich lieber hier die Zweihandaxt nehmen. Das war nix. Aber sie sind sowieso schon erledigt. Hey, das war meiner. Ach, guck mal, da kommen genügend Leute auf uns zu. Da haben sie uns dann doch noch getroffen. War aber auch ein bisschen doof von uns jetzt gerade. Auf den letzten Meter. So, 32 von unseren Truppen sind gestorben und wir nehmen viele, viele Gefangene. Naja, 3 habe ich ein bisschen mehr erwartet. Sind wir eigentlich vor die Atma? Dann lass uns die Gefangenen mal mitnehmen und verkaufen. Das nehmen wir auch alles mit. Und dann gehen wir noch mal kurz in die Stadt. Verkaufen die Gefangenen und holen uns die Leute wieder dazu. Ja, war doch keine schlechte Entscheidung, dass wir hier geblieben sind. Damit wir die Stadt verteidigen können. Okay, wir haben auf jeden Fall genügend Holz. Kohle produzieren. Und dann können wir mal die ganzen Sachen wieder einschmelzen. Ja, eigentlich müssen wir auch hier die etwas teureren Schwerter einschmelzen, damit wir auch die guten Materialien bekommen. Jetzt können wir Gesundheit regenerieren. Truppen rekrutieren. Roda, Gala, Helga. Können mal alle herkommen gerade. Achso, hier, Nortus kann einen Trupp gründen. Hasava, Surena und Tora. Müssen wieder neue Karawanen gründen. Einfach damit wir auch wieder ein bisschen Geld bekommen. Surena Nein. Können wir schon mal losschicken. Und dann schmelzen wir wieder Waffen ein. Das war's auch schon. Können wir noch die restliche Ausdauer dafür nutzen, wieder Kohle herzustellen. Und dann warten wir wieder auf ein bisschen Ausdauer und machen die Schmiedeaufträge hier noch fertig. Ja, wie sieht's aus? Also Tür hier oben wird gehalten. Kuhzeit hat nicht mehr wirklich viel. Ich glaube, die sind auch im Krieg mit den Aserei. Kann das sein? Nee, tatsächlich nicht. Nur das südliche Imperium ist mit denen ebenfalls im Krieg. Okay, da werden wir uns gleich auch noch ein paar Städte und Burgen holen. So, Bestellungen. Was habt ihr denn hier? Wunderbar. Ein Zweihandstreitkolben. Wunderbar.
Nehmen wir so mit Streitkolben, ein ganz normaler. Muss ein bisschen länger werden. Ja, da gucken wir mal lieber hier rüber. Kommen wir nicht so richtig ran gerade an die Werte. Aber vielleicht haben wir auch noch nicht alle Teile, um da überhaupt ranzukommen. Ist eigentlich nicht schlecht. Bräuchten wir oben nur ändern. Naja. Oder auch nicht. Nee, das wäre doch nichts. So, der Wurfspieß. Ja, können wir, glaube ich, so lassen. Super. Ein paar Beförderungen. Hier, Bogenschützen brauchen wir wieder. Das lehnen wir ab. Lageta wurde eingenommen. Sehr schön. So, dann haben wir die Stadt schon mal wieder. Und jetzt müssen wir mit den Kuhzeit halt weiterkämpfen. Achso, die Stadt können wir gar nicht. Ich wollte gerade nach Bauprojekten gucken, können wir aber gar nicht, weil das nicht unsere Stadt ist. Aber Treue sinkt weiter. So, und die ganzen Damen, die kommen gerade zu unserem Trupp dazu. Schicken wir direkt wieder los. Oder kostet uns natürlich auch immer eine Menge, aber wir halten uns immer so bei 2,7 Millionen meistens. Das passt ganz gut. So, Lageta ist eingenommen. Da wollen wir mal gucken. Forim, Leck. Ja, kriegt Leck sie. Und Hasava ist da. Ich glaube, das müssten jetzt alle sein. Nee, eine Karawane fehlt noch. Wir haben immer 6 Karawanen am Laufen. Da, Tora fehlte noch. Okay. Lösegeldforderung, das lehnen wir ab. Okay, die Armeen machen sich auf den Weg. Weiß ich noch nicht genau wohin. Hoffentlich in Richtung Kuhzeit. Wir holen uns noch mal ein paar Truppen hier raus. Und befördern sie zu Bogenschützen. Ja, mal gucken, ob wir die Stadt jetzt alleine lassen können schon. Hier und da gucken wir in den Dörfern auch noch mal. Burg Dinar wird belagert. Ja, da sollten wir mal hochgehen. Das hier neben Tyal. Ein paar Reiter, die können wir auch immer gut gebrauchen. Allzu viele Verletzte haben wir jetzt auch nicht mehr. In Fügorn haben die Rebellen wieder die Waffen erhoben. Okay, ja, meine Güte. Es ist ja immer wieder dasselbe. Wir können die Städte einfach irgendwie nicht halten, ich weiß auch nicht. Wir haben da keinen Einfluss drauf, wenn sie vergeben werden. So, Burg Dinar wurde eingenommen. Wir reiten mal nach Tyal und versuchen zumindest die Stadt zu halten, sollte sie angegriffen werden von Armeen. Laufen wir nochmal dran vorbei. Lehnen wir ab. Lochana. Ja, da sind natürlich nur Rekruten drin.
Visibrot, kriegen wir vielleicht noch mal was raus. Na, die dürften hier schon vor den Toren eigentlich stehen. Ich glaube, die Stadt ist geplündert, oder? Ja, schade. Naja, wir gehen mal nach Tyrol rein. Ja, da kriegen wir auch wieder Truppen raus. Sehr schön. So, die restlichen Sachen verkaufen wir und hier kriegen wir nochmal zwei Streitrösser, die wir mitnehmen können. Und wir holen uns die Burgen zurück. Behalten die Umgebung ein bisschen im Auge. Da kommen nämlich schon die Armee. Die dürfte uns auf jeden Fall gefährlich werden. Aber nicht, wenn wir in der Stadt bleiben. Ich glaube, dann greifen sie nicht an. Da sind sie eigentlich zu wenig für. Ja, jetzt müssen wir warten. Hauptsache, die bleiben hier. Und treiben keinen Unsinn. Naja, wir lenken sie so lange ab. Ich hoffe, unsere Armeen nehmen dann da unten ein bisschen was ein. Also ein bisschen hinterher reiten. Okay. Sie kommen wieder. Burg Unica wurde eingenommen. Wunderbar. Tunrik Bittersud, du lebst ja auch noch, mein Freund, aus vergangenen Tagen. Den haben wir mal befördert. War mal ein Gefährte von uns. So, was ist hier passiert? Helga ist besser geworden in Reitkunst. Maximale Geschwindigkeit für eure Reittiere und Truppgeschwindigkeit. Als Karawane ist das natürlich ganz gut. So, ich möchte ganz gerne ein bisschen beobachten, was sie hier hinten machen. Ich glaube, die patrouillieren nur so ein bisschen. Rebellen in Mycea haben die Waffen erhoben. Ihr seht schon, wir kommen gar nicht dazu, hier wirklich den Krieg zu führen gegen das Königreich, sondern wir kämpfen eigentlich immer nur gegen Rebellen gerade. Sorena wurde schon wieder gefangen genommen. Das ging ja fix. So, wir gucken nochmal, dass wir versuchen zu belagern. Und behalten hier hinten den Horizont so ein bisschen im Auge. Die dürfen nämlich gleich wieder zu uns kommen. Jo, da kommen sie schon. Und dann gehen wir wieder nach Tyrol rein. Obwohl, jetzt könnten wir vielleicht die Armee sogar besiegen. Okay, das sieht doch ganz gut aus vom Verhältnis her. Mehr Leute können wir nicht mitnehmen. Schmiedebestellungen könnten wir vielleicht nochmal bearbeiten. Wir haben ja jetzt wieder ein paar Materialien. Doch nicht so zufrieden. Müssen wir mal gucken. Können wir da mit anderen Dingen irgendwie ran? Wird da länger werden? Auch nicht ganz. Ein Streitkolben. Ja, unten hier ist Schwungschaden. Den kriegen wir einfach irgendwie nicht hin. Das wird wohl nichts. Zwar versuchen länger zu werden, aber mit dem noch, es wird auch nichts. Testen wir hier mal so ein bisschen rum. Wir nehmen mal das einfach. Okay. Ist dann natürlich nicht zufrieden mit. Wäre ich auch nicht als Kunde. Oh
Und nochmal einen Wurfspieß. Naja, immerhin. So, wir warten. Die Armeen stehen vor den Türen. Aber sie machen nichts. Und dort unten haben sie gerade irgendwas aufgerieben. Ich weiß nicht, es scheint so, als wenn die keine Nahrung haben. Dort werden die Truppen immer weniger. Da kommt noch eine Armee. Das ist nicht so schön. Aber ich glaube, sie schaffen es trotzdem nicht, die Stadt einzunehmen, weil wir auch viele Verteidiger haben. 877 insgesamt. So, Roda wurde auch schon wieder gefangen genommen. Es ist momentan mit den Karawanen kein gutes Geschäft. Wir haben einfach zu viele Feinde, gerade das südliche Imperium. Die haben so viele Truppen. Und wenn die dann mal eine Karawane erwischen, ist das natürlich sehr schade. So, Burg Kaiser wird dort belagert. Und die haben scheinbar unsere Armee vernichtet. So wie es scheint. Okay. Das ist natürlich nicht gut. Heiratsantrag schon wieder für Helga. Wir können nochmal gucken, dass Roda herkommt. Elea wartet noch, ist noch nicht qualifiziert. Und Serena formiert sich gerade neu. Ja, wer weiß, wo die jetzt hin wollen. Wahrscheinlich hier zur nächsten Burg. Das können wir vielleicht verhindern, wenn wir sie immer wieder nach Tür locken. Ja, sie kommen wieder her. So können sie keinen Schaden anrichten, wenn wir sie so ein bisschen hin und her lotsen. Die KI ein bisschen austricksen. Dann können vielleicht unsere Armeen hier etwas bewirken. Müssen wir mal gucken. So, jetzt ziehen sie wieder ab. Na, jetzt trauen sie sich doch. Okay. Na, vielleicht kommt noch eine zweite Armee von denen her. Dann könnte das kritisch werden. Aber wir gucken mal, was passiert. Jetzt desertieren gerade einige unserer Truppen, weil die Damen angekommen sind und wir können sie gerade nicht auf Karawane losschicken. Fykons Rebellentruppen wurden vernichtet. Das ist auch schon mal viel wert. Gut, Leute, dann werden wir gucken, was hier gleich passiert. Unsere Armee ist hier vorne auch unterwegs. Hier kommt eine weitere Armee. Ja, bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Schaltet gerne ein, wenn es weitergeht. Bis dahin.